So, hi Leute, hallo Wärter, werte Videoanschauerin. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr aus meiner Sicht ein längeres Video aufgenommen. In diesem Video, jetzt allerdings erlaube ich mir komplett frei heraus, mir die Zeit zu nehmen. Ich hoffe, der Speicherplatz macht mir keinen Schnitt durch die Rechnung. Ich möchte einfach wieder mal meinen freien Lauf lassen. Auch dies werde ich jetzt nicht rausschneiden. Es soll maximal authentisch sein. Es soll um die Themen Wohnungsmarkt gehen, Wohnungen, Jobmarkt, menschliche Beziehungen, Fakten der Zahlen, Geld und so weiter und so weiter. Nachdem ich mich jetzt erfolgreich, würde ich sagen, bei YouTube mit den Beta-Videos, schon habe ich zwar meinen Gefallen dran gefunden unter den 1-Minuten-Videos, aber jetzt möchte ich auch damit gutem Beispiel vorangehen. Ehrlicherweise meinen Frust in die Welt mitzuteilen. Ich denke, ich, wir, meine Partnerin, ich, uns geht es nicht als Einzige so. Jeder ist eingeladen, dem es ähnlich geht oder irgendwie, wenn du einen Impuls hast zu dem, was ich jetzt ein bisschen so gleich frei erzählen werde, ohne Konzept, einfach frei raus, auch mit vielleicht ein paar Pausen, deine Gedanken zu teilen, eventuell uns oder auch anderen, die vielleicht den Mut haben, in den Kommentare ihren Frust rauszulassen, zu unterstützen. Gerne sind wir offen dafür. Nun, eine der neuesten Erfahrungen gestern Abend, Thema Wohnungsmarkt. Wie ihr vielleicht schon der eine oder andere weiß, sind meine Partnerin und ich auf der Suche nach einer passenden, Betonung auf passenden Wohnung für uns in bei Essen. Also am liebsten wäre es uns bei Oberkassel, Niederkassel, bei Düsseldorf. Oder vielleicht auch mittlerweile sogar Mülheim an der Ruhr. Nur by the way. Warum passend? Ja, wir sind aktuell, ich, Hartz-IV-Bezieher. Meine Partnerin, toi toi toi, wow, darf noch sagen, sie ist im Angestelltenverhältnis und verdient damit ihr ehrliches Geld, nenne ich es mal. Ich aktuell habe größte Schwierigkeiten aufgrund meiner Persönlichkeit und so weiter, irgendwas zu finden, auch das, was mir entspricht. Warum ist gerade auch die Betonung auf passend? Ja, wir sind jetzt gerade übrigens kurz davor, eventuell obdachlos zu werden. Kaum zu glauben, ist krass. Und das, obwohl teilweise hier und da so Leerstand ist. Auf die Erfahrung von gestern Abend. Wir sind unter anderem gerade über Immobilien Scout 24 auf Wohnungssuche. Und die gestern Abend, die Erfahrung hat so richtig komplett zur Eskalation gebracht oder hat so dieses i-Tüpfelchen oder dieses Sahnehäubchen, so dieses, was geht eh, den Topf zum Überquillen gebracht. Eine Wohnung, die wir schon seit einigen Tagen angefragt haben. Normalerweise ist ja im Wohnungsmarkt quasi gerade so, dass es so schnell ist, dass es schon zu schnell ist, eigentlich auch für die Behörden. Wir gerade im aktuellen Hartz-IV-Bezug. Das passt überhaupt gar nicht. Bei den einen kann es nicht schnell genug gehen und die anderen brauchen ewig lang. Also das passt schon mal überhaupt gar nicht. Das ist unrealistisch, was da gerade aktuell abgeht, also zumindest was wir erfahren. Vielleicht stellen wir uns auch extra blöd an. I don't know. Und ja, ich kann auch die Menschen ein bisschen verstehen, dass jeder schauen darf, dass das Geld auch reinkommt, weil am Ende vom Tag braucht jeder sein Geld, um seine Rechnungen zu begleichen. Warum sage ich das? Man kriegt zwar einerseits hier und da draußen mit, dass immer mehr die Persönlichkeit mitunter am wichtigsten ist,
bekommen ja auch immer wieder gesagt, so, ach, sie sind aber sympathisch und sonst irgendwie was. Also wir glauben sogar 50-50, also einerseits 50% ist ausgesprochen aus Nervosität, so ein Klassiker, ja, einfach mal irgendwie so eine Hilfsaussage und 50% ist was dran. Und dann, aber, dann kommt der Punkt bei uns, dann outen wir uns als Hartz-IV-Empfänger aktuell. Und dann, oh, werden die Augen meistens ganz groß. Ja dann, oh je, und dann wird es plötzlich schwierig. Dann ist plötzlich der Weg irgendwie anscheinend ist nichts mehr da. Und das finden wir höchst fragwürdig. Also, wo wir noch verstehen können, ein bisschen diese Handlungen oder wo auch wo die herkommen, ist bei mir aktuell als Selbstständiger nicht anders im Groben. Bedeutet, wir bekommen hier und da Anfragen. Ich persönlich nenne es eher schon eher Abfrage, weil die Abfragen oder Anfragen, wie man es auch immer betiteln möchte, sind dermaßen gefühlt plump, wo ich mittlerweile gelernt habe in den letzten Jahren, ich mache mich nicht mehr alles für Geld einfach so. Ich verkaufe nicht meine Seele um jeden Preis. Weil ja, manche Menschen haben noch irgendwie Geld, aber die sind persönlich, das ist, also ich fühle mich nicht da, ich fühle mich da respektlos behandelt. Und da sind wir auch schon dran und tun zum Beispiel ein Kontaktformular, wo man uns kontaktieren kann, entsprechende Fragen einfügen, wo die Hindernisse definitiv erhöht. Und wir sind jetzt so in dieser Zwischenschere, so dieses, wir dürfen einerseits jetzt auch wirklich aufpassen, dass wir Geld an uns bekommen, dass wir möglichst aus Hartz IV rauskommen. Und zum Thema nochmal passende Wohnung, aber auch möchten wir sagen, wir wissen, wie wichtig es ist, eine Wohnung, in einer Wohnung drin zu sein, die einem Energie gibt, bedeutet möglichst ruhig. Möglichst, dass man keine Besorgnisse haben braucht, irgendwie wegen den Nachbarn, dass da irgendwas am Abdrehen ist. Ja, wie soll ich sagen, einfach so gefühlt grundlegende Dinge werden aktuell absolut zum Luxusgut. Das ist krass. Ich bekomme es auch in diversen Zeitungen mit, dass wir echt wirklich aktuell in einer der größten Krisen überhaupt sind. Und viele tun immer so, oh, Deutschland, Wunder und so. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall Wohnungsmarkt auch oder zum Beispiel Thema. Ich bin absolut kein Fan davon, wenn es ein frischer Kontakt ist mit einer frischen Person, direkt hier zum Telefonhörer zu greifen, einfach anzurufen. Warum nicht? Ich würde sagen, wahrscheinlich in 80% der Fälle, wo man die andere Person anruft, ist es meistens ein suboptimaler Zeitpunkt. Sprich, die andere Person ist vielleicht im Moment gar nicht vorbereitet und ist gedanklich komplett woanders. Und das nur zum Fall gestern, was wir uns da zum Beispiel haben, jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ist mir jetzt gerade vorhin so vor ein paar Minuten eingefallen. Warum ist diese Person nicht in der Lage, scheinbar über das Portal, wo man kostenfrei, also was ich zumindest aktuell weiß, eine Nachricht vorab zu schreiben? Also man darf dazu sagen, manche Immobilienanbieter machen das. Wow, also es ist nicht so, dass es überhaupt nicht klappt. Aber warum, und das ist auch so eine Sache bei den Menschen, wenn doch schon Wissen da ist oder diverse Werkzeuge, warum werden die zum Teil nicht genutzt oder nur suboptimal genutzt? Und dann noch bei uns gerade die spezielle Situation, eigentlich, wo wir wirklich, sag ich mal, vielleicht Gold, potenzielle Mieter werden, bedeutet, wir könnten hier, wo wir aktuell sind in der Wohnung, jederzeit raus. Und wären quasi sofort einsatzbereit. Ich würde sagen, das ist der Traum, sollte der Traum eines jeden Immobilienbesitzers sein. Und da ist aber dann irgendwie gestern der Mensch, ich nenne es mal weder männlich, weiblich, wie auch immer, der Mensch hat angerufen und hat es irgendwie komplett nicht verstanden, hat irgendwie gemeint, wir können doch auf jeden Fall bestimmt von unseren aktuellen Vermietern irgendwie hier so ein Zettelchen bekommen, wie gute Mieter wir sind. Und wir so, wir sind gerade in einer speziellen Situation und bla und blub. Und das hat der Mensch an der anderen Leitung gefühlt gar nicht verstanden, hat vollkommen nervös gemacht. Mal fragen, warum so dieses, also wir würden uns, ich würde schon das Wort Diskriminierung in den Mund nehmen. Wenn doch ein Mensch schon persönlich einen guten Eindruck
macht. Warum dann noch so auch so faktische Dinge runterstufen? Also wir spüren also in diesem Land gerade aktuell einfach nur die pure Angst. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gedreht. Ich sage aktuell oder ich frage mich, ob Deutschland den Bach runtergeht, obwohl es ja immer so als wirtschaftlich toll bezeichnet wird. Nur zur Information mal kurz frei raus. Bei uns läuft aktuell hier der Mietvertrag Ende Juli diesen Jahres aus. Wir haben aktuell noch nichts sicher. Wir haben jetzt aktuell den 20. Mai. Also nicht mehr wirklich viel Zeit, wo uns bleibt, um eine Wohnung zu finden, um ein Dach über dem Kopf. Ja, wir wissen, oder beziehungsweise wir erwarten, würde ich sagen, gar nicht so viel. Also hier irgendwie keine 100 Quadratmeter, keine drei Zimmer, kein Pool irgendwie oder kein Garten, kein Balkon. Was gibt es denn sonst noch für so eine Luxusausstattung? Wir wären sogar bereit, teilweise in eine Wohnung reinzugehen, wo kein Boden drin ist, also beziehungsweise nicht irgendwie hier Fliesen etc. Und da frage ich mich, das kann es doch nicht sein. Also ich weiß zwar auch, wir dürfen jetzt vielleicht nicht ganz so viel erwarten, ja, aber es sollte doch zumindest um was gehen. Also wir fühlen uns gerade wirklich fast wieder letztlich abschauen. Also einerseits jammern super viele Immobilienbesitzer, oh, wir kriegen keine Mieter, aber da würde ich sagen, fragt euch mal, warum? Und also ich sage schon die Vision voraus, ich bin gespannt, ob irgendwann mal so viel Leerstand da ist. Das wird witzig. Ich glaube, das wird sich so die einen Menschen, die draußen irgendwie übernachten, auf der Straße, in der Natur oder wo auch immer, und die Immobilienbesitzer, die eigentlich auch ja meines Wissens ihre Kosten begleichen dürfen, finden aber komischerweise keine Mieter mehr, also Leerstand. Also da fehlt es mir an jedem Verständnis. Also vor allem auch unter anderem vom Staat, also nicht nur an die Mieter, sondern auch sehe ich den Staat, oder ist auch mittlerweile das Thema, ob das Land ist, ob der Land dafür verantwortlich ist oder der Staat, whatever. Auf jeden Fall nennen wir es urbegrifflich die Behörden. Dann sind alle summa summarum inbegriffen. Frage ich mich, laufen da alle irgendwie so mit Scheuklappen rum? Ach, jetzt habe ich mir noch einen kleinen Witz gemacht mit diesen Äffchen, wo wahrscheinlich die meisten kennen. Also es ist eine dermaßen gefühlte Ignoranz aktuell in diesem Land, das ist schon fast faszinierend. Ja, auch nur kurz da ein bisschen Werbung gemacht für meine Gewerbe als Fotograf und als Coach. Wir sehen bei der Webseite, es gibt Besucher und die halten sich gar nicht so lange auf der Webseite auf. Also sprich, können wir wahrscheinlich daraus resultieren. Entweder sind es irgendwelche Spione, irgendwas. Ist auch ganz interessant. Man darf erstmal auf den Radar von einem Spion kommen. Ich würde sagen, da hat man auch schon einiges erreicht. Und oder auch, das sind irgendwie Menschen, die einfach Angst haben. Irgendwie, die finden zwar den Inhalt toll, aber haben Angst, irgendwie den entsprechenden Schritt zu gehen. Warum auch immer. An dieser Stelle möchte ich auch noch mitbilden. Einer der Begriffe, der mir seit Jahren jetzt in den Kopf rumschwirrt, ist die German Angst. Ich würde sagen, die spüren gerade absolut und ich bin gespannt, ob diese German Angst unter anderem Deutschland vielleicht ruinieren wird. Wie auch ruinieren immer aussehen mag. Nämlich, weil gerade täglich Dinge vorkommen, wenn sie denn keine Fake News sind, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich zu 80% keine Fake News sind. Ich bin immer wieder fasziniert, was da so wie entschieden wird und gemacht wird und passiert. Ja. Gut, so ein bisschen möchte ich dann die Zeit doch im Blick behalten. Wir sind ja schon bei gut 14 Minuten. Die meisten, laut meiner bösen YouTube-Statistik gefühlt irgendwie scheinbar schalten schon nach ungefähr einer Minute, 30 Minuten ab. Ein Hoch auf die kurze Aufmerksamkeitsdauer, unter anderem in Deutschland. Es ist herrlich. Herrlich. Das letzte Video ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Es gibt so viele Themen, dass ich schon gar nicht mehr weiß, zu welchem Thema ich überhaupt was aufnehmen
soll, wo ich mir die Motivation, die wertvolle Lebenszeit, wo ich eigentlich mich um andere kümmern, Sachen kümmern, glaube ich, sollte, definitiv. Trotzdem, dieser Frust möchte ich jetzt einfach mal rauslassen. Quasi hier mehr oder weniger ein Gespräch mit den, also ich habe jetzt eben gerade einen Termin bekommen, als ich auch mitbekommen mit den Kindern, mit den hohen. Nicht mal mehr einen Termin bekommen, wenn sie nur eine Depression haben, sondern erst, wenn sie sagen, ich bin selbstmordgefährdet. Ich nehme jetzt diese Plattform auch wieder, um ehrlich meine Worte auszusprechen, wie es auch meiner Kanalinfo steht. Da übrigens auch mal noch die Einladung, wenn es dich interessiert, schau gerne bei der Kanalinfo vorbei. Es gibt so viel, es gibt so viel. Aber ich darf jetzt auch langsam immer mehr wegen mir, wegen uns schauen, Eigenverantwortung, auch wegen meiner Partnerin, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Sie, wo noch so arbeitet und richtig gut Arbeit abliefert, meines Wissens, und auch dermaßen flexibel ist, dass sie durch mich, sag ich mal, wirklich in dem Fall sehe ich durch mich leider, wo ich es irgendwie nicht schaffe, einen Job zu finden oder beziehungsweise Arbeit oder durch mein Gewerbe Arbeit zu generieren, da ich sie mitziehe, geht gar nicht. Krass. Ich weiß gar nicht, ob ich es aussprechen soll. Ich spreche es einfach mal aus. Trotzdem, es hat überhaupt nichts mit Marketing zu tun. Falls du ihr da Gedanken habt, gerne unten in den Kommentaren. Sagt mit uns teilen, mit uns allen. Geht es euch ähnlich? Geht es euch komplett anders? Was sind eure Gedanken? Gerne auch Hate-Kommentare. Mag ich mittlerweile auch immer mehr. Da immerhin. Gehen mit Hate-Kommentaren auch, geht dann teilweise das Video viral, ist auch in Ordnung, nehme ich in Kauf, wartet Böhmermann-Modus aus wieder, jetzt dann. Ohne Worte. Das soll es für den Moment gewesen sein. Danke für deine, eure Aufmerksamkeit. Gib mir gerne ein Däumchen nach unten. Wenn du dieses Video als Zeitverschwendung betrachtest, okay, tut mir leid. Wenn du dieses Video vielleicht als wertvoll betrachtest, kannst du einem kostengünstigen, also der kostet dich nichts, Däumchen nach oben geben. Kostet dich echt nichts, außer ein bisschen Zeit und so eine Handbewegung. Wenn dir meine Art und Weise, wie ich jetzt die Themen, wie ich das gemacht habe, toll findest, dann lass du gerne auch noch ein Abo da. Dein, euer.